Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zertifikate aktuell. Es ist zuletzt richtig gut gelaufen beim DAX, aber so ein paar Ermüdungserscheinungen der jüngsten Rallye haben wir dann auch gesehen. Stellt sich immer die Frage, wie weit treibt die Stimmung den Leitindex noch weiter? Wie kann man dann auch sich in so einer Marktphase verhalten? Schauen wir uns genauer an und dazu begrüße ich ganz herzlich bei mir an der Börse Anuš Wilhelms von der Commerzbank. Hallo Frau Gebel. Herr Wilhelms, wenn man sich die Entwicklung beim DAX zuletzt anguckt, ist ja durchaus eindrucksvoll. Gab ein paar positive Signale im Handelsstreit, aber wir haben auch gemerkt, der Markt kann auch nervös sein, wenn es dann eben zum Beispiel wieder negative Signale gibt. Also kann man sich auf diese Stimmung gerade verlassen? Ja, also vor allen Dingen kommt die gute Stimmung aus den USA. Da haben wir ja neue Höchststände an den Aktienindizes gesehen. Aber auch der DAX konnte jetzt auf ein neues Jahreshoch klettern. Nichtsdestotrotz sind wir vom Allzeithoch beim DAX noch ein kleines Stück entfernt. Also insofern warten die Börsianer so ein bisschen darauf, dass der DAX auch endlich ein neues Allzeithoch aufstellt. Nichtsdestotrotz, das Umfeld, das haben Sie ja schon angesprochen, das ist durchaus wichtig für die Aktienmärkte. Und ein großer Faktor ist natürlich die Unruhe bezüglich Handelsstreit, Unruhe bezüglich Brexit. Das hat immer wieder belastet. Aber es gibt auch ein sehr positives Signal und das sind die Zinsen. Was für den Sparer der Nachteil ist, ist für den Börsianer sehr gut. Nämlich, wenn die Zinsen niedrig sind, sind andere Alternativanlagen wie zum Beispiel Anleihen unattraktiv im Vergleich zu Aktien. Und das hat in der Regel zur Folge, dass die Aktienmärkte steigen und natürlich kurbelt das in der Regel auch die Konjunktur an. Insofern ist das alles eher Rückenwind für den Aktienmarkt. Also Rückenwind für den Aktienmarkt. Jetzt haben wir den DAX hier als Ganzes. Schauen wir uns auch mal Einzelwerte, genauer gesagt einen Einzelwert aus dem DAX an, nämlich die VW-Aktie. Wir erinnern uns, Dieselgeld ganz schön geprügelt. Aber wenn wir uns diese Entwicklung angucken, dann lässt es ja durchaus auch hoffen, oder? Genau, einer der DAX-Werte, der durchaus vielen auch nicht als DAX-Wert, sondern vor allen Dingen als Auto vor der Haustür bekannt ist, aber nichtsdestotrotz, es ist aktuell Platz 6 der beliebtesten Basiswerte bei uns im Zertifikatebereich, nämlich die Volkswagen-Aktie. Und es hängt damit zusammen, dass natürlich der Dieselskandal im Prinzip, das liegt noch ein bisschen weiter zurück hier, ordentlich auf die Kurse gedrückt hat. Und dann sehen wir es hier auch, die Aktie war so ein bisschen in der Seitwärtsbewegung lange Zeit und hat dann sozusagen hier diese neuen Höchstpreise eben wieder erreicht. Und zwar ab hier. Und dann, seitdem geht es im Prinzip jetzt gerade im Oktober und November steil bergauf. Insofern wahrscheinlich bei vielen Anlegern deswegen auch im Fokus, weil so langsam ja natürlich dieses Thema Dieselskandal in den Hintergrund drückt und immer mehr die neue Elektromobilität oder welche Technologie sich auch immer durchsetzen wird, in den Vordergrund rückt. Und das lässt natürlich dann auch im Prinzip wieder Hoffnung aufkeimen. Und natürlich die Absatzzahlen, die sind dann entsprechend auch wichtig. Jetzt hat man natürlich bei Volkswagen, also wenn man jetzt auf den Einzelwert guckt, gerade wie Volkswagen, aber ja, also muss man ja zwei Dinge im Auge behalten. Wie läuft der Gesamtmarkt? Da hat quasi VW die Bewegung so ein bisschen mitgemacht, die der DAX gemacht hat. Aber auch, man muss natürlich schauen, kommen da vielleicht noch irgendwelche Nachrichten, sei es jetzt Dieselgate oder anderes, was jetzt den Autosektor betrifft. Also sprich, wie kann man sich da jetzt als Anleger einfach positionieren, zu sagen, okay, ich finde VW eine interessante Aktie, aber so richtig weiß ich auch nicht so genau, wie ich mich da gerade positionieren soll. Ja, also da ist ein großer Vorteil, warum Zertifikate auch so beliebt sind, ist eben hier dieses Beispiel. Wir sehen das, das ist hier oben. Wer jetzt einsteigen möchte in die Aktie, der hat halt das Problem, dass die Aktie gerade ziemlich stark gestiegen war. Und wer eben dann im Prinzip anstatt der Aktie ein Discount-Zertifikat kauft, was auch zu unseren top gehandelten Produkten zählte, eben warum die Aktie bei uns auch so beliebt ist, der ist der Discount oder der Cap hier bei 180. Das bedeutet, ich verdiene mit diesem Discount-Zertifikat jetzt im Gegensatz zur Aktie maximal 180 Euro. Kann man das Beispiel anschauen? Genau, das ist der Cap hier, diese 180 Euro. Und der ganz besondere sozusagen Vorteil, warum ich dieses Discount-Zertifikat gegenüber der Aktie vielleicht favorisieren kann, das ist eben der Einstiegskurs. Und der liegt eben nicht beim aktuellen Kurs von 182, sondern bei 161. Das heißt also, ich kaufe im Prinzip die Aktie zu 161, habe dafür aber die maximale Gewinngrenze bei 180. Das entspricht einer Rendite aufs Jahr hochgerechnet von 10,5%. Und wenn man das jetzt mit einem Aktionär vergleicht, der im Prinzip die Aktie heute kauft für 182, der die bis Dezember 2020 hält, der hat eine Dividendenrendite von 2,6% und im Prinzip in beide Richtungen Kurschancen und Kursrisiken. Das heißt also, wenn die Aktie natürlich stark steigt auf 250 und mehr, wie vor der Dieselkrise, dann ist es natürlich nicht sinnvoll, so ein Discount-Zertifikat zu investieren, weil ich mache dann nur 10%. Aber wenn die Aktie fällt, dann werden die Stärken des Discount-Zertifikats klar, weil ich mache ja erst einen Verlust ab 161, weil ich habe ja nur 161 für ein Discount-Zertifikat bezahlt. Das heißt also, die Aktie kann heute
noch sozusagen 21 Euro oder bis zum Dezember 2020 fallen und ich mache noch keinen Cent Verlust. Erst wenn die Aktie unter 161 fällt, dann fange ich an, auch Verluste mit dem Zertifikat zumindest aufs Laufzeitende gerechnet zu machen. Das heißt also ein ideales Instrument, um im Prinzip in dieser Range zu investieren, um dann eben eine höhere Rendite rauszuholen bei einer Seitwärtsbewegung, als wenn ich direkt die Aktie kaufe. Das haben Sie schon gesagt, was eben nicht passieren darf, also ab 161, das wäre dann quasi der Moment, wo ich dann Verluste mache. Was kann generell passieren? Also was sind die Risiken? Naja, also es gibt den einen oder anderen Discount-Zertifikat-Käufer, der sagt, super, ich bekomme dann die Aktie nämlich ins Depot geliefert. Das heißt, also ich werde im Dezember 2020, wenn die Aktie unter 180 steht, zum Aktionär, und bekomme eine Aktie ins Depot gebucht, je Zertifikat, das ich gekauft habe. Da ich aber für das Zertifikat 160 gekauft habe, ist es sozusagen so, dass die Aktie eben, sobald sie über 160 steht, das immer noch positiv ist. Und selbst wenn sie darunter notiert, habe ich eben den Einstiegskurs auch steuerlich gesehen von 161. Das heißt also, es kann auch sein für jemanden, der eigentlich einsteigen möchte, aber glaubt, zurzeit sind die Kurse ein bisschen weggelaufen, der hat dann einen niedrigeren Einstiegskurs von 160 im Vergleich zu jetzt aktuell 182. Also, dass die Kurse fallen, ist nicht immer schlecht beim Discount-Zertifikat, aber nichtsdestotrotz, Sie haben hier die Risiken angesprochen, wenn eben der Kurs von 160 Euro unterschritten wird im Dezember 2020, dann habe ich einen Verlust. Also wenn die Aktie nur bei 100 Euro stehen würde, dann hätte ich trotz, dass ich hier weniger bezahlt habe, eben 61 Euro Verlust. Das heißt also, auch ein Discount-Zertifikat schützt einen nicht vor Verlusten, aber es mildert so ein bisschen den Verlust, den ich habe im Vergleich zum Aktieninvestment. Nichtsdestotrotz ist es ein Zertifikat, in diesem Fall herausgegeben von der Commerzbank. Das heißt also, hier muss ich natürlich das Bonitätsrisiko berücksichtigen. Also wie so häufig eine Möglichkeit zu investieren, aber natürlich auch mit Risiken verbunden. Herr Willems, vielen herzlichen Dank fürs Interview. Alles klar, gerne. Liebe Zuschauer, soweit diese Ausgabe von Zertifikate aktuell mit Blick auf den Markt, auch mal eine Möglichkeit auf Einzelwerte zu setzen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.